Ein ganz, ganz entscheidender Punkt in meinem täglichen Leben ist es, dass ich mir eine Zeit nehme, um mich zurückzuziehen, um in Gemeinschaft mit dem Herrn zu sein. Das ist etwas, was eine ganz wichtige, wertvolle Qualitätszeit am Tag für mich hat. Es ist nicht immer einfach, dieses Zurückziehen, weil einfach so viele andere Dinge da sind und so viele andere Dinge gemacht werden müssen. Aber ich stelle immer wieder fest, dass ich eigentlich die meisten Dinge immer noch schaffe, dass immer noch genug Zeit und Raum da ist, dass ich eigentlich keinen Zeitverlust habe dadurch, dass ich mich mit dem Herrn zurückziehe. Das kann Mittag sein oder Abend sein oder morgens, es ist völlig egal. Aber es ist wichtig, dass wir diese Zeit der Gemeinschaft, diese Zeit der Begegnung mit dem Herrn unbedingt haben müssen. Viele Dinge wollen uns ablenken. Da ist die Familie mit ihren Herausforderungen, das sind Fernsehen und andere Leute, Gäste, alles, was da sich auftut in unserem täglichen Geschehen, will uns eigentlich letztendlich davon abziehen, dass wir einen Raum finden, eine Zeit finden, wo wir uns dem Herrn nahen. Und dennoch ist es die allerwichtigste Zeit am Tag. Denn dort ist die Möglichkeit, dass wir neue Kraft tanken, dass wir neue Zuversicht schöpfen, dass wir die Dinge, die uns so beschäftigen, die uns vielleicht irgendwie in Unruhe bringen wollen, dass wir sie mit dem Herrn besprechen, dass wir sie vor seinen Füßen ablegen, dass wir Sorgen und Nöte und all diese Dinge dort ablegen. In der Bibel wird uns berichtet, dass Jesus selbst immer wieder Zeit genommen hat, wo er sich zurückgezogen hat, um mit dem Vater allein zu sein, Qualitätszeit mit dem Vater zu haben. Ich bin überzeugt davon, dass er in dieser engen Gemeinschaft mit dem Vater wirklich die Aufträge, die er ihm gegeben hat, einfach empfangen konnte, um sie auszuführen. Jesus war garantiert sehr beschäftigt. Aber er hat sich diese Zeit genommen. Wie viel mehr wir brauchen es, dass wir uns zurückziehen in diesen Raum der Stille, in diesen Raum der Qualitätszeit mit Gott, in diesen Raum, wo wir von ihm empfangen, wo wir auf ihn ausgerichtet sind, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir neu Kraft schöpfen. Und der Herr möchte uns das gerne geben. Er möchte uns das Ohr öffnen, dass wir hören, wie Jünger hören. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Jünger. Er möchte uns Anweisungen geben, dass wir wirklich in unserem Glaubensleben stark werden, starke Glaubenshelden werden, dass wir siegreich durch unseren Alltag gehen. Viele Menschen sind deshalb nicht siegreich, weil sie diese Qualitätszeit mit dem Vater nicht haben oder nur dann und wann. Aber ich will dich ganz neu herausfordern, ganz neu ermutigen, ganz neu anspornen. Diese Qualitätszeit mit dem Herrn lässt sich durch nichts anderes ersetzen. Durch kein gutes Buch, durch kein gutes Gespräch, durch keine noch so gute Predigt. Sondern du brauchst diese Zweisamkeit, diese Intimität mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit dem Vater. Du brauchst es. Und ich wünsche dir, dass du siegreich aus diesen Zeiten herausgehst. Probier es aus. Fang heute damit an. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.